Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Sorry für die kleine Pause von einer Woche, aber bei uns hat so ein Baggerfahrer beim Herumbaggern leider den Hauptstrang der Glasfaser, des neu verlegten Glasfasernetzwerks, komplett zerballert. Das war natürlich direkt vorm langen Wochenende, weswegen man dann auch von dieser Drittfirma niemanden erreichte, sowie auch keine auf den Ämtern um Genehmigungen zum Haus. Na toll. Buddeln. Warte mal, gib noch nicht auf. Jo, zu bekommen. Und somit war hier so quasi eine Woche, war hier jetzt nichts los mit Internet, ne? Nun ist aber wieder da. Und nun geht das hier auch munter weiter, ne? Ist doch was Schönes. So, was Schönes. Ich hab's auch ein bisschen vermisst. Die Nachricht des Relikts. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Mhm. Verlorenes Relikt. Illustration. Okay, das sieht ja schon... Das sieht ja jetzt schon nicht unbedingt gut aus, ne? Also, weiß ich jetzt nicht, Leute. Also, ich finde es jetzt nicht einladend, ne? Sebastian, das Relikt! Sieh nur! Ist das möglich? Sieht so aus. Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet das mit dem dunklen Opfer, das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir sollten die Finger von dem Relikt lassen. Wir brauchen das Relikt, dann kommen wir bestärken. Wir sind Freunde. Wir brauchen das natürlich. Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. Einfach nehmen. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Revelio. Ich bin ehrlich, ich glaube, das war keine gute Idee. Wie schnell ist er denn wieder rausgerannt? Jetzt warte mal ein bisschen, Sebastian. Wir sind hier noch ein bisschen am Umgucken, aber das ist gar nicht so... Oh. Ich dachte, das wäre Sebastian, aber das ist er gar nicht. Da steht jemand und er ist nicht erfreut. Ominous? Ja. Hallo. Ominous. Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Richtig Stress hier in der Hutten, Alter. Dann wollen wir den guten Ominous mal überzeugen. Das wird schon Sinn haben, komm. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Oh, Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen. Auch wenn sie unmöglich sind. Oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nicht, seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin richtig so ein Fähnchen im Wind, oder? Also gut, reden wir mit Sebastian. Ich kann dir nicht helfen. Sebastian hat recht. Ich glaube, es wird ein Fehler sein, dieses Relikt hier rauszunehmen. Wollen wir wetten? Nee, er hat recht. Komm, also gut. Dann reden wir mit Sebastian. Es muss auch einen anderen Weg geben. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden. Aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, das war jetzt erstaunlich einfach, das jetzt doch mitzunehmen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Du bereust das nicht? Ich hoffe, Sebastian, ich bereue das nicht. Wir sind soweit. Was? Wollen wir gehen? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ja, so. Ominous? Ich erklär's unterwegs. Okay, komm. Was? Sebastian, bitte ein bisschen Obacht hier, ne? Nicht alles kaputt machen. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich habe dann generell ganz gutes Gefühl.
Gehen wir erstmal wieder raus, ne? Ist doch schön hier. Wo müssen wir denn lang? Karte? Ist keine Karte? Es gibt keine Karte. Nur diese kleine Mini-Karte. Müssen wir jetzt den Dondor lang und dann linke? Hallo. Da ist noch was. Das will ich noch öffnen. Hier. Muss doch nicht sein jetzt hier mit den Spinnen, ne? Boah. Überall Spinnen. Egal welches Spiel ich aktuell spiele, Spinnen. Es sind überall Spinnen. Wirklich, es sind überall Spinnen. Warum ist hier noch so viel Stuff? Wo ist denn das alles? Bin hart verwirrt. Da hinten liegt auch noch was rum. Kann man das wegexplodieren? Incendio. Das war Incendio, nicht Bombarda hätte es sein müssen, aber komm. Mach, geh jetzt naus hier aus diesem Dungeon. Revelio. Hier oben ist noch lauter Zeug, und? Aber das... Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert, ha? Ja. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance lassen, dass das Relik zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Aber jetzt sagt sie auch wieder nicht, wir haben dann gesagt, danach ist dann Schluss. Was ist denn das hier? Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er verschwindet es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er... Akio! Na, guck mal. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Wir müssen erstmal Licht machen. Geht hier jetzt schon was mit? Was ist da unten? Ich glaube, wir machen erstmal Licht. So. Ich muss hier auf jeden Fall erstmal noch ran. Oh. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug von den Dingern am Start. Und damit sollten wir doch jetzt... Oder auch nicht? Lumos. Muss den Stuff irgendwie herbekommen. Kann ich irgendwie nicht hier Licht anmachen? Irgendwie? Irgendwo? Da unten, guck mal. Nee, wir machen hier Bombarda. Moment. Wir können nämlich ein Feuer anmachen. Und... Wieso geht das nicht? Das ist doch eindeutig ein Lagerfeuer hier, oder nicht? Erzähl mir doch nichts. Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher ran. So, und jetzt nochmal. Der erste Lagerfeuer ist an. Soll ich mal nicht so anstellen, diese Schlingpflanze hier? Was ist denn los mit der? Hier, ein bisschen weiter zur Seite, bitte. Ich brauche hier Platz, ja? Und... So, jetzt ist aber Ruhe hier. So, sehr schön. Jetzt können wir das Zeug mitnehmen. Nein? Doch, hier so. Oder wie läuft das hier? Hier, da. Okay, es bauen sich auf jeden Fall vorsichtig und gemütlich und langsam Rücken zusammen. Langsam wird das ein... Die Knochenbrücke steht. Sieht doch gesund und sicher aus, würde ich sagen. Ja, da kann man doch locker mit arbeiten, mit so einer wackeligen, gemütlichen Knochenbrücke. Was soll denn da schief gehen, oder? Wir bauen eine kleine Knochenbrücke, Leute. Gegner? Wo geht das überhaupt hin? Da wurde in irgendwas Besonderes reingearbeitet, kann das sein? Sammlungen aktualisieren. Revelio.
Okay. Das hat uns wohl, glaube ich, einmal im Kreis geführt. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ja, witzig. Wenn wir schon mal da sind, können wir ruhig das Feuer anmachen. Hey, Ominous, du bist ja wieder. Nicht Ominous. Sebastian mache ich natürlich. Wir müssen irgendwie raus. Kennst du den Ausgang? Ich bin leicht verwirrt, aber wir schaffen das schon. Hier ging es nicht raus. Sebastian, wo geht das denn raus? Weißt du noch den Weg? Revelio. Schade, hier nicht. Ja, aber weiter. Ach, wir mussten hier oben lang. Das war der Shortcut. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, hier durch. Nee, gar nicht wahr. Hier müssen wir durch. Ja, ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, es geht jetzt hier lang. Ich bin mir nicht sicher. Ihr kennt ja meinen Orientierungssinn. Er ist der Beste. Aber du, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Moin. Ich finde schön, dass alles wieder zu ist nach dem Neuladen. Ist auch nice. So, und hier geht das raus. Ja, wunderbar. Endlich wieder Licht. Ich freue mich nach draußen, ne? Ich freue mich, wenn es wieder nach draußen geht. Das sage ich euch. Endlich wieder nach draußen in eine schöne Welt, du. Oh. Ans Tageslicht. Wunderbar. Käffchen noch eben. Prösterchen, meine Lieben. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Für Anne. Dann wollen wir mal. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich wird Anne jetzt dann gleich ihr Leben geraubt oder sowas mit diesem Relikt. Also wenn man alleine schon sieht, wie das Ding aussieht, ja? Weiß ich nicht, Bruder. Also, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, ja? Weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber egal, kommen wir mal einen kleinen Spaziergang hier durch die wunderschöne Schneelandschaft in Richtung Feldcroft. Ganz gemütlich. Wir haben das ja nicht eilig, ne? Wir machen das chillig. Da hinten. Soll das da so rauchen? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Also ich hoffe, das sind nur Schornsteine, aber es raucht sehr stark. Mir schon fast ein bisschen zu intensiv für einfach normale Schornsteine. Das ist so meine Meinung, ne? Also. Sieht aus, als würde es richtig krass brennen. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Moin. Mir wurde übrigens von euch in den Kommentaren mitgeteilt, dass ich, wenn ich das nächste Mal eine Kuh sehe, unbedingt Flipendo auf sie wirken soll. Das werden wir natürlich machen, sobald ich wieder eine Kuh sehe. Das ist nicht gut. Nee, das habe ich doch gesagt. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Hier ist alles am Brennen. Ja, geh mal in den Kampfmodus wieder über und ich würde sagen... Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilung. Keine Sorge, wir legen los. Wir sind doch da, wir helfen doch. Das ist richtig Stress. Ich werde eine bedauerliche Entweisung. Ich vertraue. Na Leute, was geht? Da bist du ja. Explosion! Bisschen Feuer machen, schade. Nee, oh, was hier denn passiert? Zong! Einmal so einen kleinen Stein in die Fresse, wie sie denn nicht. Man muss auch mal ein bisschen die alte Magie einsetzen. Bisschen looten. Hier los. Oh oh. Anne, was ist los mit dir? Ich glaube, es geht dir nicht gut. Jetzt kommt so ein Fluch, jetzt kommt so ein Fluch. Achtung! Ja. Yeah. Und Anne hat gesehen, was er getan hat. Okay, holy shit.
Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch! Aus diesem verdammten Buch! Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Ja, das ist ja mal scheiße gelaufen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Vielleicht war es jetzt wirklich mal nicht das Richtige. Also, da müssen wir jetzt mal ein bisschen die Stimme der Vernunft sein. So ganz clever war das nicht, Bruder. Also wir sind zwar Freunde und so, aber... Weißt du? Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Jo, dann geht die Quest also wieder nicht weiter. Alles klar, dann ab nach Hogwarts, ne? Hogwarts! Und dann sehen wir uns bald. Ich repariere hier mal so lange ein bisschen was. Hier, Reparo. Sieht ja nicht gut aus hier. Das geht so natürlich nicht. Bin komplett voll gefüllt mit allem hier. Und weg ist er. Dann reden wir mal mit dem Onkel. Mal gucken, was er so erzählt. Onkel, jetzt renn doch nicht weg. Onkel Vernon! Onkel Vernon! Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Das tue ich nicht. Sebastian hat seine Schwester gerettet. Ich weiß, dass er zu weit gegangen ist. Da sind wir uns beide alle einig. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Verteidigen? Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Sebastian, warum? Ich würde sagen, Auftrag abgeschlossen im Schatten der Zeit. Ist, glaube ich, nicht so gut geendet jetzt, ne? Das lief irgendwie nicht so, wie erhofft. Ja, schade, ne? Ja gut, es war schon... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Würdet ihr sagen, das ist unverzeihlich, was er getan hat? Oder könnt ihr verstehen, dass er es getan hat, um seine Schwester zu retten? Sieht es auf jeden Fall beschissener als das, was ich schon habe. Können wir also verkaufen. Wie sieht es denn bei den Masken aus? Masken, ey. Dann, wenn wir nämlich schon mal hier sind, können wir ja gleich mal direkt verkaufen. Und schwupp. Immer zu Hause? Nee, wegen dem... Oh, guck mal hier, ein Einhornbildchen. Wie hübsch es aussieht. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Na dann, würde ich sagen, ab in die Krypta oder was? Wir können gerade noch mal kurz gucken, ob hier in der Nähe... Man kann das wieder so ein bisschen durchmixen. Dass wir vielleicht mal kurz an den Strand gehen und hier so ein paar... Wie viele Aufgaben Merlins hier sind? Was geht denn ab? Aber wir könnten ja hier die Aufgabe Merlins machen und hier den Ort der alten Magie untersuchen. Was meint ihr? Dann haben wir einmal wieder Merlin gemacht und ein bisschen alte Magie. Und dann machen wir wieder weiter, dass wir so einen Mischmasch machen. Immer eine Quest machen, dann mal was anderes, dass man so ein bisschen den Mischmasch hat. Weil es gibt ja schon handfeste Vorteile, wenn wir das machen, ne? Also so ganz wegignorieren sollten wir es nicht. Die sind ja auch lustig teilweise, aber sie wiederholen sich schon ein bisschen oft, also. Ist immer so ein Brunnen. Geht da irgendwas mit? Sieht auf jeden Fall aus wie der eine, der mal geredet hat, dieser redende Brunnen. Der redende Brunnen. Ja, Hahn ist doch gut. Bleib mal entspannt, bitte. Bitte entspannt bleiben. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Angenehme Überraschung. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.